5 Monate nach seinem Amtsantritt empfängt Ulrich. So, wie ich das gerade mitbekomme, hat er uns nicht gehört. Vielleicht können wir es an dieser Stelle noch einmal versuchen. Nein, ich merke gerade, wir können es leider nicht versuchen. Die Leitung steht noch nicht. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich weiterreden über die Umstände bzw. über diese Nachricht, die die Welt heute Morgen schockt. Der Tod von Michael Jackson. Bei uns im Studio begrüße ich ganz herzlich unsere Promi-Reporterin und Expertin Patricia Schüler. Guten Morgen, Patricia. Die Umstände, die Todesumstände, da wird natürlich jetzt viel drüber gerätselt, das ist ganz klar. Fakt ist, er ist am Herzversagen wohl gestorben. Immer wieder ist das Thema Tablettenmissbrauch auch, oder davon ist die Rede. Das hat sich in den letzten Monaten und Jahren ja eigentlich auch angekündigt. Er hat Probleme gehabt. Michael Jackson ist seit mehr als 20 Jahren ein sehr, sehr schwer kranker Mann. Es fing mit einer Herzerkrankung im Übrigen an, 1993, glaube ich. Da hat er das erste Mal einen Herzanfall gehabt. Und danach hat er immer wieder an wirklich wichtigen Organen Erkrankungen erlitten und nimmt seither schwere Medikamente. Und dazu natürlich die Umstände, Prozess und so weiter, Beruhigungstabletten. In seinem Umfeld war immer davon die Rede, dass er zu viel davon nimmt, dass er zu dünn ist. Er war ja mehr oder weniger magersüchtig. Er wog vor 2 Jahren 54 Kilo, ist deswegen mehrfach zusammengebrochen. Michael Jackson war ein schwerkranker Mann und umso mehr hat es mich wirklich überrascht, dass er diese Mammut-Tour von 50 Konzerten angehen wollte. Und es gab sehr wenige Menschen, die geglaubt haben, dass er etwas schafft. Er hat unzählige Preise gewonnen, einen hier in Deutschland, unter anderem zuletzt 2002, den Bambi, da hast du ihn selbst getroffen. Ja. Was hat er vor 7 Jahren für einen Eindruck gestellt? Schon damals machte er einen unglaublich fragilen Eindruck auf mich und das Lustige war, ich hatte kurz zuvor einen berühmten Pop-Art-Künstler, Romero Brito, in Berlin kennengelernt und er mir erzählte, dass er eine große Flugangst hatte. Und Michael Jackson ist ganz eng mit ihm befreundet und er rief ihn an und sagt, bitte, bitte kommen nach Berlin. Und Romero flog wieder rüber nach Deutschland, trotz dieser Flugangst. Und Romero erzählte mir, dass es Michael ganz schlecht geht und dass diese Menschenansammlungen ihm Angst machen. Und er braucht Menschen, die er gerne hat, die ihn umgeben und ihn stützen. Michael Jackson war 2002 für mich ein Mann, wie auf einem Film, gar nicht real, da war so zerbrechlich wie Glas. Also auch wenn man in die Hand gab, war es so, als würde man eine Feder berühren. Er hat Millionen Fans gehabt, trotzdem war er allein. Wie ist das zu erklären? Das ist ein Phänomen, das so viele Künstler trifft und dieser Tod mit Vermissen ist traurig, meine Elvis Presley ist an der gleichen Sache gestorben. Und dann eben Herzversagen. Es gibt so viele Künstler, die eben einen unendlichen Erfolg haben, aber sich dann irgendwann verkapseln, sich schützen müssen, auch vor wilden Fans, vor Stalkers. Ich glaube, dass Ruhm macht einsam. Mhm. Harald Juncker hat das erlebt und genauso eben Michael Jackson. Patricia, wir freuen uns, dass du da bist. Wir wollen natürlich über dieses Thema hier heute Morgen weitersprechen. Es gibt eine Menge darüber zu reden und da denke ich, vielleicht macht das eine oder andere uns auch gleich beschäftigen. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei sind. An einem Tag, der für viele Fans ein sehr trauriger Tag ist. Michael Jackson ist heute Nacht. In dem Krankenhaus in Los Angeles immer mehr Fans haben sich im Laufe des Nachmittags dort versammelt. Auch auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles Tränen, Trauer, Gedenken an Michael Jackson. Etwas später gab es dann auch diese Bilder. Der Leichnam von Michael Jackson wird aus dem Krankenhaus in die Gerichtsmedizin gebracht, um da eben, ich habe das eben schon gesagt, morgen nochmal genau untersucht werden, war es ein Herzstillstand, war vielleicht doch Medikamentenmissbrauch im Spiel. Es äußerte sich der Bruder, der ältere Bruder heute auch und bestätigte den Tod. Sein persönlicher Leibarzt versuchte zunächst, ihn noch wiederzubeleben. Um 13.14 Uhr wurde er lokaler Zeit dann ins Krankenhaus eingeliefert und die Notärzte versuchten weiterhin wiederzubeleben. Eine Stunde lang. Sie hatten keinen Erfolg. Unsere Familie bittet die Medien, unsere Privatsphäre zu respektieren, sagt der zutiefst erschütterte Bruder und fügt dann noch hinzu, Michael, wir werden für immer mit dir sein. Ja,
der Bruder vor kurzem im amerikanischen Fernsehen und noch immer berichten die Medien, obwohl es hier auch schon nachts zumindest in Washington geworden ist. Die Familie ist erschüttert, konnte man gerade sehen, auch viele Fans. Also in Deutschland gibt es Fanseiten, da wird den Fans empfohlen und eine Telefonnummer der Telefonseelsorge gegeben. Wie kümmert man sich in den USA um die Fans? Die sind heute Nacht zu Nachtwachen aufgerufen, versammeln sich und ich denke, ganze Menge, die Bilder haben wir heute auch gesehen, hören sich gemeinsam die Lieder von Michael Jackson an, erinnern sich vor allem an die guten Zeiten des Popstars. Als er der ganz große Held war, vielleicht der größte der Popgeschichte überhaupt. Das sind die Bilder, die die Fans sicherlich in dieser Nacht erinnern. Aber eben vielleicht auch an die anderen Geschichten, weil ich glaube, kein anderer Popstar hat einen solch großen Niedergang erlebt und ja in den letzten Jahren eigentlich nur noch mit negativen Nachrichten von sich reden gemacht. Er hat versucht, nun ein Comeback zu starten, aber bevor er das nun tun konnte, ist er tragischerweise diese Nacht verstorben. Hanni Hirschwalder ist auch Michael Jackson, der in dieser Nacht deutscher Zeit gestorben ist. In der Wirtschaftskrise und damit zurück nach